Hi aus Ninh Binh, unser nächster Ort in Vietnam. Wir sind schon den dritten Tag hier und hatten eigentlich heute Morgen schon eine Aufnahme gestartet. Allerdings hatten wir irgendwie Tonprobleme und das Mikrofon war anscheinend nicht richtig eingesteckt. Wir sind hier wieder in einem Homestay bei einer netten Familie, bei einer netten Frau vor allem. Die kocht jeden Morgen für uns Pancakes oder Brot mit Rührei und so weiter. Ja, dann kam die Besitzerin und hat uns jede Menge Obst auf den Tisch gestellt. Das waren einmal so wie so kleine Litschis. Sie hat gemeint, sie heißen Yang und vor allem kam sie dann mit einer riesengroßen Jackfruit um die Ecke und hat dann angefangen, die zu zerteilen auf dem Tisch und hat uns probieren gelassen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber es schmeckt ungefähr wie der Kaugummi Juicy Fruit, den man so kennt. Also sehr, sehr süß. Aber mir schmeckt's. Caro ist anscheinend ein bisschen allergisch dagegen, deswegen hat sie nicht so viel davon gegessen. Ja, einfach mal ein paar Eindrücke von dem Homestay, wo wir aktuell sind. Wir bezahlen ungefähr 10 Euro die Nacht hier. Ist ein günstiges. Wir haben jetzt hier auch wieder verlängert. Das heißt, wir bleiben insgesamt 4 Nächte hier. Wollen die Gegend ausgiebig erkunden und heute war auch der erste Tag, wo wir uns einen Roller gemietet haben, auch hier über das Homestay. Und ja, da wollen wir euch mitnehmen. Wir haben unser erstes Ziel erreicht, das ist ein buddhistischer Tempel. Schöne Anlage hier mit Seen, Seerosen und einer Brücke, wo man jetzt drüber gehen muss, für da reinzukommen. Ist hier manchmal ein bisschen schwierig. Die Vietnamesen, die verlangen am Anfang immer ein bisschen viel Gebühr fürs Parken. Jetzt haben gerade ein paar, ich glaube Franzosen waren das, direkt gesagt, die will 50.000 Dong von euch und wir haben sie direkt auf 20.000 runtergehandelt. Die hat dann mitgekriegt, dass wir darüber geredet haben und dann hat sie uns auch gar nicht großartig, ja, was heißt abzocken wollen. Wahrscheinlich sind die 20.000 noch zu viel. Der Tempel ist bislang ganz cool, mitten in den Kalksteinen eingebettet und hier hoch geht es jetzt noch zu einer Höhle, die checken wir auch noch ab. Ich mach. Wow, voll cool. Okay, da gehen ein paar Stufen hoch. Und ich höre Fledermäuse. Ja. Hast du die? Ja. Ja. Oh, die sind da oben. Dann geh du mal hoch. Komm mal hoch.
sind sie, die Viecher. Okay. Überall Fledermäuse. Voll viele, die ganze Decke hängt voll. Oh mein Gott. Das war nicht okay. Ja. Komm mal hier raus, hier geht's noch hoch. Ich glaube, wir sind jetzt ziemlich weit oben und haben einen coolen Blick auf die Berge hinten und auf den See da unten. Und hier sind auch noch mal ein paar Buddhas. Hier und hier. Und hier. Noch ein Buddha. Ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg, die Treppe runter, dann durch die Höhle. So, jetzt müssen wir wieder hier durch. Eben haben uns die Fledermäuse ein bisschen erschreckt. Mal gucken, wie es jetzt wird. Boah, die sind so lang. Nicht. Ich weck die nicht auf. Da hängen sie. Da sind sie. Eigentlich hätte der Phil Sakko und Schlips tragen müssen und keine kurzen Sachen. Da kannst du die Füße reinhalten. Soll ich mal? Nee, die wollen keine Füße. Quecken und Furz und Geld als Opfergabe. Hat sich's gelohnt, hier durchzugehen? Wenn man in der Nähe ist, kann man es mitnehmen. 20.000 Dong. Das ist wie viel ungefähr? 80 Cent pro Nase. Aber man muss nicht extra herkommen. Nee. Das Schönste ist eigentlich die Rollerfahrt. Mhm. Aber das hat Caro eben ja schon gesagt.
Ja, vor allem wenn man, wahrscheinlich guckt man sich eh noch einen anderen Tempel an. Den wir heute Morgen gesehen haben, den fand ich jetzt definitiv sehenswerter. Ja, ja, stimmt. Wir fahren jetzt aber mal noch ein Stück weiter. Mal gucken, was wir da noch so finden. Die berühmte Bootstour, da sind wir eben vorbei. Da war schon gut was los in Drangern. Mhm. Wollen wir aber heute noch nicht machen. Sparen wir uns vielleicht auf. Genau, da sind noch Büffel und ein hässlicher Hund. Naja, wir fahren jetzt mal weiter. Zurück in Bangkok, sind in einen kleinen Regenschauer reingekommen, aber wir haben unsere Safety Kits dabei, damit ging es dann. Haben kurz einen Stopp zu Hause gemacht und haben jetzt aber echt Hunger und hoffen, dass die Banhis hier auch so gut sind wie in Hanoi. Das wäre echt gut. Eins der besten Banh Mi's, die wir hatten in Vietnam. Es war zwar nicht so groß, aber dafür hat es richtig gut geschmeckt. Deswegen bestellen wir jetzt, glaube ich, noch was hier. Wir haben schon überlegt, noch eins zu essen, aber hier gibt es auch Crepe. Süße. Peanut Butter mit Banana. Wir holen jetzt mal das Menü und dann schauen wir mal, was es noch gibt. Western Dinner in Vietnam. Es gibt French Fries. Die haben uns angestiftet. Ja. Die haben gut ausgesehen, die Fries. Ja. Aber gut.